der Suche nach Yennefer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Und damit wieder herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 auf dem Kanal der Unlucky Nerds. So, wenn ich mich recht entsinne, haben wir in der letzten Folge die, Kräuterhexe, nenne ich sie jetzt mal, aufgesucht. Und damit werden wir jetzt mal den Greif anlocken. Oder beziehungsweise uns diese Kräuter erstmal besorgen gehen, denn da müssen wir jetzt auch noch hin. Die haben wir ja noch gar nicht. Wir haben erstmal die Position bekommen gehabt. So, da vorne ist auch schon der Fluss, wo diese Kräuter sein sollen. Ich bin gespannt. Ich sag jetzt nicht auf der anderen Flussseite. Beweg dich! Hier könnten wir, glaube ich, noch so eine Nebenquest annehmen. Das machen wir jetzt mal nicht. Okay, und hier können wir mit ihm nicht lang. Mit Plötze. Das bedeutet, halt C gedrückt, um nach unten zu tauchen und Leertaste, um aufzutauchen. Okay. Wo ist unser Sauerstoff? Kreuzdorn. Leertaste zum Auftauchen. Ich habe getan, was ich konnte. Ich sollte mit Wesemir reden. Alles klar. Kreuzdorn am Hanwar, das stinkt ja jetzt wie ein Kadaver, soweit ich aus der Unterhaltung letzte Folge raushauen könnte. Ja, schwör. Und damit gehen wir zu Wesemir. Mit dem stinkenden Kraut an Bord. Das klingt doch wunderbar. Aber was soll's. Zurück in Weißgarten. Ah, es ist wirklich eigentlich eine schöne Idylle hier. Guten Tag, edle Frau. Ja, kleine Kind ist schön am Reimen. So muss das doch. Geralt weiß aus langer Erfahrung, dass man auf Reisen die Umgebung im Auge behalten sollte. Man weiß nie, wen man auf etwas oder jemand Interessantes stößt. Wann, nicht wie. Fräulein in Not. Kaufleute mit seltenen Waren, Nester voller Monster. Auf der Karte findest du jeweils die folgenden Symbole. Ah, das Ausrufezeichen ist tatsächlich Questgeber. Und ansonsten Ort der Macht, bla bla bla. Okay, werden wir uns später noch mit auseinandersetzen. So. Da vorne ist auch schon Geralt. Ah, hier hatten wir die Schlägerei letztes Mal. Und da ist er auch schon. Guter Mann, Meister Hexer. Obwohl. Ja? Was ist denn, Wolf? Weißt du, dass es schon ein halbes Jahr her ist, seit wir den Bies in Vorune gejagt haben? Ja, obwohl es nicht nur ein Bies war. Wie hieß der Bastard? Drugan? Möge die Erde leicht auf ihm ruhen. Die Dinge waren schon mal einfacher. Monster waren böse, Menschen gut. Jetzt ist alles durcheinander. So war das schon immer. Du hast es nur vergessen. Ha, du musst gerade auf meinem Alter herumreiten. Du bist selbst schon fast 100. Ja, die Menschen und die Welt um uns verändern sich nun mal mit der Zeit. Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute zuerst. Der Hauptmann der Nilfgaardischen Garnison weiß, wo Yennefer hin ist. Die schlechte. Wir müssen den Greif für ihn töten. Was sollte er sonst von zwei Hexern verlangen? Weiter, sag mir, was du weißt. Der Greif hat sein Lager verlassen. Wir müssen einen Köder auslegen und eine Falle stellen. Und? Wie geht's voran damit? Ich hab den Kreuzdorn. Das sollte klappen wie am Schnürchen. Intensives Aroma. Gestank wohl eher. Du Stadtjunge. Verwesung, Dung, Pisse. Das sind übliche Gerüche auf dem Land. Weißt du noch? Die Jagd auf den Zeugel in dieser Müllhalde in Dreiberg. Du hast den halben nächsten Tag gebadet und dich geschrubbt. Wie könnte ich das vergessen? Wirst du je aufhören, es zu erwähnen? Also ich muss ja sagen, ich wohne ja auch auf dem Land und
Bei mir ist das jetzt nicht so schlimm mit Verwesungen und sonstigen Gerüchen. Ich habe ein paar Dinge erfahren. Er ist ein Männchen und hatte ein Nest im Fuchswald. Die Nilfgaarder haben das Nest niedergebrannt, sein Weibchen getötet und die Eier zerstört. Und geglaubt, das Problem wäre gelöst. Immer das Gleiche. Statt einen Experten zu holen, versuchen die Leute es selbst und machen alles noch schlimmer. Schön. Wenn alles soweit ist, sag Bescheid. Dann legen wir los. Ja, dann mal go. Ich bin bereit. Warten bringt nichts. Suchen wir einen guten Ort für einen Hinterhalt. Ich weiß schon einen. Die andere Flussseite. Da sind Felder und ein Wäldchen. Viel Platz und weit genug weg, dass uns niemand in die Quere kommt. Gut, wir treffen uns dort. Alles klar, Geralt. Bereite dich auf einen Kampf gegen den Greifer vor, indem du den Trank Donner herstellst. Drücke Rücktaste, um das Spielmenü zu öffnen. Ja. Zum Herstellen eines Gegenstands benötigst du die richtigen Zutaten. Hier findest du eine Beschreibung des Gegenstands, den du herstellen kannst. Gegenstände, die du herstellen kannst, sind in Kategorien unterteilt. Klicke mit, um das Rezept für Donner, um es auszuwählen. Donner. Da ist es. Drücke Eingabe, um den Gegenstand herzustellen. Tränke müssen im Inventar ausgerüstet werden, damit sie im Spiel einsetzen kannst. Verwende Bild oben und Bild unten oder klicke auf die Pfeile, um das Inventar zu öffnen. Du hast einen Hexertrank, doch du musst ihn ausrüsten, wenn du ihn verwenden willst. Klicke auf Nützliches. Ziehe den Trank Donner auf eine Plätzle. Konsumgüter. Achso, hier, oder? Was habe ich denn da aktuell drauf? Brot und Wasserflasche. Jetzt kannst du diesen Trank im Spiel verwenden. Drücke R, um den Trank auf den ersten Platz zu aktivieren, oder F, um den Trank auf den zweiten Platz zu aktivieren. Okay, hört sich doch gut an. Wir müssen also F drücken dann. Meine Großmutter hat mir vom Schmied. Heya! Wer ist denn da gerade am Heulen? Trauern Sie nicht, edle Dame. Alles wird besser mit der Zeit. Denn wir werden jetzt auf uns machen und den Greif töten. Und ich merke gerade, ich habe vergessen, mir den Timer zu stellen, damit ich weiß, wann ich die Folge beenden soll. Dann mache ich das jetzt. Im Zweifelsfall wird die Folge einfach ein bisschen länger oder kürzer. So, ich habe mich verritten. Verfahren geht ja schlecht. Und wir dürfen mal hier sprinten, damit das Ganze ein bisschen schneller geht. So, hier vorne muss es anscheinend auch irgendwo sein. Das Spiel sieht mega geil aus. Und ich glaube, die Sonne geht so langsam unter, ne? Aber guckt euch das mal an. Das sieht ja wohl mal mega geil aus. So geil, dass ich gerade schon wieder vorbeigeritten bin. Auf dem Feld hier findet das Ganze nämlich statt und da vorne sitzt auch schon Vesemir. Ein Fluss, goldene Getreidegarten, charmanter Ort. Ideal für einen Hinterhalt. Ich weiß, worauf ich achten muss. Und? Bereit? Na sicher. Fangen wir an. Der Wind steht gut, der Ködergeruch wird sich rasch verteilen. Jetzt müssen wir nur noch warten. Komm, wir verstecken uns im Schatten dieser Birken. Sag mal, wenn wir Yennefer finden, was machst du dann? Hast du einen Auftrag im Sinn? Nein. Ich gehe nach Kaer Morhen. Bisschen früh für die Winterpause. Der Schnee ist noch weit weg, ja. Das ist ja das Problem. Nilfgaard hat den Ponta im Osten überquert. Sie sind also etwa 7 Tagesmärsche von Kaer Morhen entfernt. Erreichen sie das Tal, bevor die Pässe eingeschneit sind? Nun, wir müssen unsere Spuren verwischen, unsere Wege vertuschen. Wo wir vom Wintereinbruch reden, meinst du, du kommst dieses Jahr? Vielleicht. Vielleicht mit einem Gast. Mit einem Gast? Ich verstehe. Ja, da kommt der Greif. Er ist ganz nah. Heißen wir ihn herzlich willkommen. Warte. Nimm dies. Nettes Ding. Eine Armbrust? Im Kartenspiel gewonnen, während du durch die Gegend geturnt bist.
könnte noch nützlich werden. Ein Hexer mit einer Armbrust? Räumen wir mit den Traditionen auf? Hör auf zu reden. Wir müssen einen Greif töten. Na gut. Mann, ich will die Steilwaffe, die ist besser. Oh Gott, wie rüste ich nochmal die Armbrust aus? Hallo, Armbrust. Okay, so. Boah. Komm schon, du Greif. So, ich habe jetzt mal diesen Trank genommen, diesen Donner. Du hast keine Chance. Okay, vielleicht doch, aber das sag ich dir nicht. Autsch. Da haben wir ordentlich eine mitbekommen. So, mal eben kurz was essen, damit sich ein bisschen Leben regeneriert. Alter. Sag mal, kann dir mir eigentlich mal helfen? Geht doch. Oh, schnell was essen. Ich nehme doch mal eben das Silberschwert. Weil das ist irgendwie doch besser, ne? Alter, der ist ganz schön stark, der scheiß Greif, Mann. Alter. Ja. Genau, Feuer habe ich ganz vergessen. Lass ihn nicht erwischen. Okay, Ausdauer fällt auch noch. Was? Lass ihn nicht erwischen? Nein, komm her. Nein, greif. Wenn du deine Hexersinne einsetzt, siehst du nicht nur besser, sondern hörst auch besser. Halte mit gedrückt, um die Sinne zu schärfen und den Ursprung der Geräusche zu bestimmen. Okay, komm her. Da oben ist er. Hinterher und schlachtet ihn. Er will sich wahrscheinlich hier regenerieren oder sowas. Wenn das bei ihm auch geht. Ich esse mal eben ein Stück Brot. Nicht so schnell, Plätze. So. Ja, spring doch rüber, komm. Autsch. So, jetzt nicht sterben, nicht sterben. Wir haben den Greif nämlich fast erledigt. Oh, fuck. Echt gar nicht gut. Woher weiß ich denn, wann das Feuer sich wieder aufgeladen hat? Das würde ich ganz gerne mal wissen. Aber erstmal heißt es wirklich Leben regenerieren. Okay, das Feuer macht gut Damage, aber leider nicht genug. Autsch.
Alter. Okay, wir müssen uns echt erstmal... Alter, jetzt bin ich tot. Nein, ich lebe noch. Aber wirklich nur ganz knapp. Fuck, ey. Lol. Was ist das denn jetzt? Ja, der ist fast tot. Ich aber auch, deswegen muss ich echt vorsichtig sein. Ein Hit noch. Komm hier, feinen Armbrust. Oder auch nicht. Komm schon. Du scheiß Greif. Jawohl. Aber das war's nicht. Öle, Bomben und Tränke werden bei Verwendung verbraucht und können aufgebraucht werden. Um deine Vorräte wieder aufzufüllen, öffne das Meditationsfenster. Wenn du starken Alkohol bei der Ausrüstung hast, wird er automatisch zum Auffüllen allein da. Blopp, alles klar. So, Greif. Jetzt hätten wir's. Schwere Geburt, alter Falter. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Auch wenn du noch dies und das verfeinern könntest. Zum Beispiel? Der vertikale Aufwärtsstreich. Zu offensichtlich. Später mehr dazu. Bring den Schwarzen den Greifenkopf. Ich mach die Pferde bereit. Treffen wir uns in der Herberge. Alles klar. Diesen verdammten Greif hätten wir erledigt. Und ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt erstmal den Kopf des Greif und bringen ihn in der nächsten Folge zum Schwarzen, wie er ihn eben nannte.